Hallo alle zusammen, wir machen ja jetzt ein ganz einfaches, schnelles Tiramisu. Ob ihr das natürlich jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank stellt oder über Nacht oder es wirklich gleich essen wollt, das ist jedem selbst überlassen. Gerne natürlich auch länger im Kühlschrank ziehen lassen. Aber ich werde es jetzt halt so machen, dass ich habe die Löffelbiskuits heute nicht bekommen. Ich habe jetzt so Eierplätzchen genommen, weil ich nicht noch in einen separaten Laden wollte. Weil ich war eigentlich deswegen, dass ich alles bekomme in einem großen, großen Laden drin. Und genau das Regal, also da, wo die Löffelbiskuits sein sollen, das war natürlich leer. Aber diese Eierplätzchen werde ich einfach ein bisschen länger eintunken, dass die einfach dann schon weicher sind. Und dann kann man es auch gleich essen, aber natürlich auch gern durchziehen lassen. So, bevor ich mich jetzt nochmal wiederhole, fangen wir aber an. So, ich habe jetzt hier einmal schon mal drin. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Mascarpone, Quark und Schmand. Oder anstatt Schmand könnt ihr auch Creme Fraiche nehmen. Ich habe das Rezept bei der Kiki gesehen, weil ich wollte eins nehmen ohne rohes Ei und wegen Kindern ohne Alkohol. Und deswegen habe ich gedacht, oh ja, das klingt gut. Sie hat es aber halt als richtiges Tiramisu gemacht, also in einer größeren Form. Und genau. Und jetzt geben wir dazu einmal schön viel Zitronenabrieb von der Bio-Zitrone und etwas Zitronensaft. Und wir geben dazu Puderzucker, weil sich das natürlich jetzt schnell auflöst, als wenn wir Kristallzucker nehmen würden. Und das verrühren wir. So, und jetzt geben wir einfach Sahne steif mit dazu. Ich habe eben schon mal probiert, schmeckt richtig, richtig gut. So, und nochmal verrühren. Und so schnell können wir jetzt auch schon stapeln. Ich habe jetzt hier Bitter Lemon drin. Da kann man natürlich auch was anderes nehmen. Einfach etwas Zitronensaft mit Wasser mischen. Also was man halt mag, oder Orangensaft. Wie gesagt, ich habe jetzt das. Habe jetzt hier diese Eierplätzchen. Ich werde aber bei euch, also für euch, Löffelbiskuits reinschreiben, weil ich die ja sonst auch genommen hätte. Das hängt ja jetzt bei mir nur damit zusammen, dass die nicht im Laden waren. Und deswegen lasse ich die jetzt einfach einen Moment länger drin. Wenn ihr das jetzt über Nacht im Kühlschrank stellt oder für einige Stunden, dann könnt ihr sie natürlich wirklich nur einmal kurz reintunken. Und dann können wir das auch schon reingeben. So. Vielleicht besser, wenn man es mit einem Spritzbeutel macht. Ja, und das machen wir jetzt einfach so. Der Abschluss ist dann einfach mit der Creme. So, und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen dekorieren, wenn man möchte. Jetzt hier noch ein bisschen Zitronenschalenabrieb. Man kann auch Kokosraspeln nehmen. Aber da ja nicht jeder Kokosraspeln mag, bleibe ich jetzt bei der Zitrone. Und es hat jetzt, also ich habe jetzt noch ein bisschen, ganz kleines bisschen Creme übrig, aber für so 2 normale Gläschen ist ungefähr die Menge. Also wie gesagt, ganz kleines bisschen habe ich noch übrig, aber für ein drittes Glas wäre es dann wieder zu wenig. Jetzt klemmen wir hier noch eine Zitrone ran. Oder soll man die so machen? Das ist auch nicht schlecht. Und dann sind wir auch schon fertig. So, also bei mir war das jetzt nicht im Kühlschrank. Ich probiere das jetzt gleich. So, bin ich mal gespannt mit dem Keks. Perfekt. Hm.
gibt's nichts zu sagen. Super Rezept. Kann man wirklich nur loben. Und es schmeckt wirklich super lecker, selbst wenn man es gleich isst. Das Einzige ist halt, dass man halt diese Kekschen dann einfach länger oder die Löffelbiskuits einfach länger drin lässt, dass man die halt schon brechen kann, dass die halt weich sind. Aber es schmeckt gut nach Zitrone. Deswegen hat Kiki auch in ihrem Video gesagt, nicht sparen an der Zitronenschale, weil wir haben wenig Zitronensaft drin im Verhältnis, dafür viel Schale. Ist aber eine super Kombi zwischen Säure und Zitronik, also richtig empfehlenswert, das nachzumachen. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!